Moin. Wie lange halten Sie das noch durch? Ja, nicht mehr lange, weil es drückt schon wieder. Gott. Wie lange hältst du das noch durch, wenn du 6,5 Flaschen so und so viel an einem Tag trinkst? Und die Mutter so, Gott sei Dank. Junge. Ja, moin Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Video und heute ein gutes altes Best-of. Gucken wir uns heute mal an. Haben ganz, ganz viele Leute, beziehungsweise eine Person hat das drunter geschrieben und ganz, ganz viele Leute haben mir das gesagt, dass ich mal auf Familie Ritter reacten soll. Wer nicht weiß, was Familie Ritter ist, das ist eine Familie, die ist, ja, ich würde sagen, ein bisschen rechts. Und es ist halt schon eine harte Assi-Familie, über die gibt es eine Reportage bei SternTV. Und ja, ich habe heute aber meine chillige Sonntags-Reaction gemacht oder mache die jetzt einfach. Also, mir geht es auch wieder besser, aber ich würde sagen, ich stoße diesmal nicht mit den Kopfhörern an das Mikrofon, sondern setze einfach die Kopfhörer auf und let's go. Die sehen mir sehr sympathisch aus, muss ich sagen. Witzig finde ich halt auch. Wieso darf SternTV da drehen und der Typ hat währenddessen eine Lügenpresse-Dings an? Ich hätte schon längst zu dem zugetraut, dass er die zusammenschlägt, Alter. Vorurteil. Junge. Ja, normal. Ich meine, so was hat das für eine Lebensqualität für die jetzt mal Retalk? Die leben für nichts sozusagen, keine Ahnung. So. Die sind vor allem jeden Tag besoffen, so das ist das. Junge, Norman Ritter, das ist mein Vorbild. Meine Fische darf ich nicht behalten. Meine Fische darf ich nicht behalten. Okay. Ich habe erst wieder 100 Euro reingesteckt in das Aquarium. Das wollen sie mich alles wegnehmen. Wir haben hier schon Stress gehabt mit dem ersten Neger vor der Tür. Da leicht, merkt man schon leicht, was für eine Richtung die so denken, wenn man sowas sagt. Hallo? Ah ja. Den einen aber vor der Fresse ja und den näher. Ich bin der Hab den Neger einen auf die Fresse. Das ist halt echt gar nicht mehr witzig so. Aber so wie die das kommentiert. Ach du Scheiße. Naja. Ich sag mal nicht. Der hat rumgekrillt. Ich hab's gequatscht. Die Bewegung. Grüße Führer. Wenn du mich schon grüßen tust. Grüß den Führer. Tabletten? Wassertabletten durch meine Krankheit. Okay. Die saufe ich jetzt aber mit Bier und nicht mit Wasser. Bester Mann. Die haut halt einfach mit Bier weg und nicht mit Wasser. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. 6,5 Flaschen. Aber was glauben Sie, wie lange halten Sie das noch durch? Ja, nicht mehr lange, weil es drückt schon wieder. Gott. Wie lange hältst du das noch durch, wenn du 6,5 Flaschen so und so viel an einem Tag trinkst? Wenn er dann so nicht mehr lange hier drückt, schon die Mutter erstmal eiskalt. Zum Glück. Was wünschen Sie sich? Dass es mehr Alkohol gibt, ja? Mehr Alkohol? Dieser Typ, ich mag ihn, ey, der ist so sympathisch, wa? Frau Ritter, was sagen Sie denn zur aktuellen Politik? Oh, jetzt kommt's. Raus mit die Viecher! Was ist das, Alter? Was gucke ich mir hier an? Alex, Alter, danke, dass du mir das empfohlen hast, du. Raus mit die Viecher! Bruder muss los. Wir sind keine Assis oder sowas? Ja. Nein! Keine Assis. Die doch nicht. Die vertreten so richtig das Bild, was gemacht wird, wenn man das Wort rechts hört, Alter. Da denkt man direkt an die. In der Obdachlosenunterkunft sollten für die Bewohner Heizungen und Duschen gebaut werden. Das ist, glaube ich, die neueste Reportage. Doch weil Karin Ritters Söhne Norman und Christopher die Arbeiter bedroht hatten, wurden die Sanierungsarbeiten. Weißt du, da kommen so Leute, die sich bereit erklären, in dieser Bruchbude irgendwas zu machen. Und da kommt Norman und der sein Bruder da und schlagen die erstmal zusammen, beziehungsweise bedrohen die, Alter. Ich hätte absolut keinen Bock mehr auf die. Ritters Sohn Norman begrüßt uns an der Tür. Weißt du, die warten da so. Und dann kommt da so ein Typ mit einer Bierpulle oder weiß nicht, ob es Wodka ist oder so, keine Ahnung. Und setzt sich erstmal auf die Treppe, weil er nicht mehr kann. Dora, was passiert mit meinen Fischen? Was passiert mit meinen Fischen? Die Fische sind ganz wichtig. Herr Krüger, entscheide dein Maul dafür, was los ist.
Jetzt halt dein Maul und sag mir, was los ist. Logik? Logik? Habe ich nicht gefunden. Hallo? Logik? Das kriegen wir gleich erklärt. Das kriegen wir gleich nochmal erklärt. Fick dich, geht meine Tür zu, meine Tür ist nicht mehr auf. Noch weiter die Ritter weiter seelenruhig dabei zu, wie die von der Stadt bezahlten Umzugshelfer ihre Möbel wegbringen. Wir, beziehungsweise ich jetzt nicht, aber ihr bezahlt, also die, die über 18 sind und so, und ihr wisst schon, was ich meine, bezahlen die Scheißsteuern und so weiter, damit die Stadt die Leute beauftragen kann, die solch eine Scheißwohnung ausräumen. Halleluja, ist das ein... Das muss er aber abgeben, denn in der Unterkunft... Dieses Aquarium, das ist einfach... steht dieses Aquarium. Das sieht ja, Alter, das sieht ja... Muss er aber. Das sieht ja aus wie... Das Meer. Was ist das denn? Das sieht aus, als ob der da irgendwie Salatblätter oder so reingelegt hat. Wo sind denn da die Fische? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hab sie vorhin erwähnt, Junge. Ja, weil wir hier keine haben dürfen. Und da oben auch nicht. Die tut mir richtig leid, so in so einer Familie aufzuwachsen. Junge, habt und was die jetzt aus ihrem Leben gemacht haben, dafür kann ich doch nicht. Junge, die hat bei jedem Interview hat die eine Zigarette in der Hand und die anderen haben eine Bierpulle in der Hand. Alter. Mach dich raus hier! Lügenpresse, halt die Fresse. Mach dich raus hier! Oh, er kommt rein! Lügenpresse, halt die Fresse. Ein gutes Indiz dafür, dass ihr was aus eurem Leben machen müsst. Das war jetzt so das absolute Negativbeispiel und ich wollte einfach mal drauf reacten. Meine Haare sind im Arsch, am Arsch. I don't know, wie man es sagen soll. Ja, werdet so auf jeden Fall nicht. Aber ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, guckt bei Hubsi vorbei. Und ich würde sagen, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Was ich jetzt noch eben sagen wollte, ich bin übernächste Woche in Cottbus. Es kommen wieder Videos, aber ich wollte jetzt einfach nur sagen, das eben sagen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao.